Da kommen lustige, schwefelartige Wölkchen oben raus. Das ist das Biofuel-Gebäude. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Meine lieben Freunde, es geht wieder weiter in Timberborn mit neuem Content. Wir sind wieder in der Experimente drin und es gibt Neuigkeiten. Es gibt nämlich jetzt in Timberborn Golems, meine lieben Freunde, Golems. Das ist nur ein Teil der Neuigkeiten, die im nächsten großen Update, das in die Stable-Version reinkommen soll, dann enthalten sein wird. Und wir schauen uns das mal an. Wir können nämlich, ich konnte diesen Spielstand hier laden, den wir immer jetzt schon in letzter Zeit gespielt haben tatsächlich. Er hat mir zwar gesagt, ja, die Versionen sind sehr stark abweichend voneinander. Pass auf, es kann sein, dass dein Spielstand nicht geladen wird oder abstürzt. Bisher ist alles cool, bisher läuft der Spielstand. Es ist nichts passiert. Das heißt, wir können das jetzt machen. Wir haben ja hier über 40.000 Wissenschaftspunkte und wir können jetzt hier alles schreifhalten, was neu ist. Also es sind erstmal, diese vier Dinge sind neu. Vier neue Gebäude im Forschungsbereich, im Forschungsreiter. Die Biofuel-Raffinerie, die Biofuel-Tanks, ich schätze mal, das ist dann der Treibstoff für die Golems. Dann die Golem-Teilefabrik, also man muss erst die Teile herstellen für Golems und da sehen wir schon, Biofuel wird als Voraussetzung gebraucht, um Teile herzustellen für einen Golem. Dann die Golem-Fabrik an sich, wo dann aus den drei Komponenten für die Golems dann entsprechend der Golem hergestellt wird, was übrigens 12 Stunden dauert, der Produktionsprozess und auch eine ganz schöne Menge an mechanischer Energie benötigt. Und dann die Disposal Facility, das ist quasi dann eine Abwrackanlage, wo man Golems entsorgen kann, die nicht mehr funktionieren. So, was machen diese Golems jetzt eigentlich? Die Golems sind dafür da, dass man in bestimmten Gebäuden, nicht in jedem Gebäude, aber in manchen Gebäuden, zusätzliche Arbeitskräfte einstellen kann. Also es sind quasi Arbeitskräfte, die keine Nahrung brauchen, die keine Schlafbedürfnisse haben. Das heißt, die arbeiten rund um die Uhr durch, die ignorieren den Workday oder Arbeitszeitraum hier oben rechts. Das ignorieren die. Die müssen aber regelmäßig gewartet werden. Also die haben einen Wartungsaufwand. So funktioniert das. Das sind quasi Roboter, ja. Ein Golem ist quasi ein künstliches Wesen. Also ein Roboter, kannst du eigentlich sagen. So, und jetzt schalten wir das mal frei. Fuel Refinery, Tank, Teilefabrik, Golemfabrik und die Entsorgungsanlage, genau. Sehr Portokasse für uns hier. So, jetzt wird es nur spannend. Wir müssen erstmal Biofuel machen. Und da sehen wir schon, das wird aus Überschüssig. Das ist geil. Das ist ja das Problem bisher immer gewesen, dass die Nahrungslager ab einem bestimmten Punkt auch einfach volllaufen. Guckt mal, und jetzt können wir die überschüssige Nahrung verarbeiten zu Biofuel. Das ist natürlich sehr nice. Müssen wir nur mal schauen, dass wir dafür auch genug Arbeitskräfte haben. Wie viele Arbeitskräfte brauche ich da? 2. Und dann müssen wir das natürlich auch in Tanks lagern. Okay, das ist gut. Da werden endlich mal die Nahrungslager ein bisschen wieder entlastet. So, dann hat man aber noch ein zusätzliches Gebäude. Und zwar bei Dekoration haben die Rustikalrouten jetzt noch ein individuelles Gebäude bekommen. Und zwar den Windgorge. Das ist ein kleines Windrad. Oder Windfahne eigentlich. Die Richtung des Windes anzeigt. Anscheinend ist es jetzt doch auch wichtig. Oder beziehungsweise, ja, es war ja schon immer wichtig bei den Rustikalrouten, dass man die Windrichtung, also beziehungsweise nicht die Richtung, die Stärke des Windes so ein bisschen auch berücksichtigt, weil danach richtet sich ja, wie schnell sich die Windräder drehen und wie viel Energie mechanische man über Windräder bekommt. Und dieses Windrädchen, das ist jetzt quasi der Indikator dafür. Also es ist nicht nur ein Deko-Objekt, es zeigt einem halt auch so ein bisschen die Windrichtung und die Stärke des Windes an. Ich baue das jetzt einfach mal spaßenshalber hier so hin. Bauen wir das jetzt einfach mal. Genau. So, und dann würde ich sagen, wir bauen jetzt mal gleich Biofuel-Fabriken. Können wir hier unten noch was aufbauen? Weil ich muss erstmal mich hier wieder in diesen Spielstand ein bisschen reindenken. Hier ist das Zentrum. Hier können wir ja noch was aufbauen, oder? Da können die ja auch hingehen, die Biber. Guck mal, die können ja bis hier hinten hin auf. Dann können wir diesen ganzen Bereich hier noch nutzen. Dann nutzen wir das jetzt mal für die ganze Golem-Logik, würde ich sagen. Wo sind denn jetzt eigentlich die Golems? Das ist ja hier, genau. Mach mal hier die Biofuel-Fabrik hin. So, hier müssen wir mal gucken. Können wir gleich hier direkt an die Straße ranmachen eigentlich, so. Was braucht denn die? Die braucht Planken, die braucht mechanische
Zahnräder und Stahlträger, okay. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Timberborn wieder reinziehen im Experimental, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch gerne in die komplette Playlist rein, wenn ihr gar nicht wisst, was Timberborn ist zum Beispiel. Die ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt selbstverfreilich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass endlich wieder Timberborn kommt. Genau, so, dann macht man daneben gleich mal noch einen Biofuel Behälter. Wie groß ist denn der? Oh, alter Schwede, was ist das? Das ist riesig. Guckt euch das riesige Ding an. That's what she said. Nice. Das ist ja mal der Hammer. Gigantisch ist das. Gigantisch, meine lieben Freunde. Gigantisch. Okay, da reicht, glaube ich, erstmal ein Behälter, ey, ohne Witz. So, und dann haben wir ja, wie viel Baumaterial haben wir denn eigentlich? Ja, da haben wir eigentlich genug, oder? 250 Zahnräder, 191 Planken und Stahlträger. Stahlträger haben wir 144. Ja, siehst du, das passt doch. Hier braucht man auch wieder 50 Planken. Ja, das haben wir alles. Das haben wir alles, ganz wunderbar. Nur 400 Einheiten können eingelagert werden in dem... Okay. Ich hätte gedacht, das wäre mehr. Okay. Naja, jetzt müssen wir das erstmal bauen. Ich mache mal die Beschleunigung an so ein bisschen. Das war ja hier der Spielstand auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir hier auch mit dem Wasser immer hinkommen jetzt, ne? Das ist ja hier immer so ein bisschen das Thema gewesen, kann ich mich erinnern. Dass hier immer genug Wasser am Start ist und so. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Dass wir halt hier immer ein bisschen das im Auge behalten mit der Dürre. Weil die Dürre kann hier sehr lang sein, ne? Es kann ihr sehr lange Dürren geben. Ich bin sehr gespannt. So, oh, die haben es ja schon fast, guck mal, 75% schon. Das ist halt der Vorteil, wenn man sich die neuen Sachen anschaut. Okay, Fragezeichen haben wir da. Recipe, ah ja, da müssen wir natürlich Biofuel. Ah, jetzt können wir, ah, warte mal kurz. Jetzt können wir einstellen, welche Art von Biofuel hergestellt werden soll. Aus Karotten? Warte mal kurz, was haben wir denn am meisten? Wir haben eigentlich Brot am meisten, aber aus Brot kann ich das nicht herstellen, ne? Dann müsste man eigentlich hier noch ein Karottenlager noch aufbauen, eigentlich. Damit da nur Karotten reinkommen dann. Warte mal, können wir da ein unterirdisches Lager vielleicht dafür bauen? Machen wir mal hier noch ein unterirdisches Lager für Karotten noch. Oh, ach, es war ein Autosave. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es eingefroren. Es ist ein Autosave gewesen, alles gut. Alles okay, machen wir mal hier noch ein Karottenlager. Und zwar wirklich nur für Karotten und für nichts anderes. So. Das kostet jetzt zwar auch ein bisschen was. Oh, guck mal, für Golem-Teile gibt es auch Slots im Lager tatsächlich. Krass. Ja gut, aber da müssen wir erstmal hinkommen jetzt, dass wir die Golem-Teile überhaupt herstellen. Wir machen jetzt erstmal, wie gesagt, Biofuel. Oh, guck mal, wie das aussieht. Krass. Da kommen... Schlustige, schwefelartige Wölkchen oben raus. Das ist das Biofuel-Gebäude, meine lieben Freunde. Biotreibstoff für die Biber. Nice. Nicht für die Biber, für die Golems der Biber. Für die Roboter. Robotertreibstoff. Es ist der Wahnsinn. Und da tragen sie auch schon das erste Zeug rein. Aus was kann ich das denn noch herstellen? Warte mal. Das steht ja hier dabei. Ich kann aus Kartoffeln Biofuel herstellen. Ich kann aus Kartoffeln. Warte mal, 3000. Wir haben doch 3000 Kartoffeln. Warte mal. Nee. Mach mal aus Potatoes. Mach mal aus Potatoes Biofuel tatsächlich. Dann stellen wir das hier nochmal um. Dann nehmen wir hier nämlich nicht Karotten, dann nehmen wir hier Kartoffeln. Kartoffeln kriegen wir nämlich anscheinend. Es sind ja rohe Kartoffeln. Da kriegen wir anscheinend einen großen Überschuss, den wir gar nicht verarbeiten. Mach mal hier. Warte mal, kann ich das numerisch eingeben? Mach mal hier 1000 mindestens immer rein. Genau, 1000 Stück. Und der wird ja dann aufgefüllt, wenn mehr da ist. Ah, der Biofuel-Behälter ist auch fertig. Meine lieben Freunde, guckt euch das an. Wie lange dauert denn eigentlich die Produktion von Biofuel? Dauert schon ganz schön lange. Muss man mal jetzt auch sagen. Jetzt sind da noch Karotten drin, aber die können sie ja dann abholen. Das hat ein internes Lager von 120, das Gebäude. Genau, guck mal. Nice. Ja, dann wird das ja jetzt produziert. Sehr schön. Und hier wird gebaut, das unterirdische Lager. Wunderbar, meine lieben Freunde. Wunderbar. Ich bin sehr gespannt.
wie das dann funktioniert mit den Golems. Also es wird so sein mit den Golems, dass jede Fraktion, also die Eisenzähne und die Rustikalruten, ihre eigene spezielle Golem-Art irgendwie haben. Also die haben unterschiedliche Golems irgendwie, die unterschiedliche Sachen machen, wahrscheinlich für unterschiedliche Gebäudearten auch. Und es wird auch so sein, dass es natürlich abgesehen von den Golems auch noch andere Dinge geben wird, die im neuen Update enthalten sind. Zum Beispiel soll es wohl so sein, dass die Eisenzähne sich jetzt als spezielle Fähigkeit irgendwie die Zähne schleifen können auch. Das ist hier jetzt noch nicht drin in diesem Experimental-Update. Aber die haben dann so Schleifstationen, wo sie dann ihre Zähne reinstecken so irgendwie und dann können sie die da anschärfen, damit die wieder kräftig zubeißen können sozusagen, ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Da fragt man sich, ob sich so ein Biber auch die Zähne komplett wegschleifen kann, wenn er nicht aufpasst, ne. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommt, wie gesagt. Also die haben ja schon so ein bisschen so einen groben Überblick gegeben, was im neuen Update alles drin sein wird und so. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. So, jetzt wollte ich nochmal gucken, dieses Windrad hatte ich jetzt ja, oder Windfähnchen, haben wir ja auch aufgestellt. Guck mal, da ist das Windfähnchen, das wollen wir uns ja auch angucken. Ist halt, wie gesagt, nur so ein Richtungsindikator. Guck mal, da hat sich's gedreht. Windstärke 94%. Guck mal, das heißt ja, dass wir ordentlich Dampf auf unseren Windrädern haben. Ja, genau, guck mal. Ist halt nochmal so, dass man das nicht nach Gefühl ablesen muss, wie stark der Wind ist, sondern dass du halt genau wie beim Wasserstand nochmal so einen Indikator hast, den du direkt anklicken kannst, sodass du auch einen numerischen Wert dabei bekommst. Dass du halt nochmal weißt, wie stark das halt ist und auch die Richtung siehst. Wobei die Richtung, weiß ich ja gar nicht, ob die so entscheidend ist. Letztendlich, die Windräder drehen sich ja immer in die Windrichtung, von daher... Die Windrichtung ist ja mehr oder weniger egal eigentlich, wenn man es so betrachtet. Genau. So, jetzt sind wir hier dabei gerade. Das war Biofuel. Haben wir jetzt schon Biofuel bekommen? Ja, guck mal, da wird welcher reingetragen. Wir haben jetzt schon die ersten Einheiten Biofuel bekommen. Geil, okay. Und hier sind jetzt Kartoffeln drin? Ja, da sind Kartoffeln drin, glaube ich. Jawohl. Dann wird da jetzt immer schön produziert und wir haben jetzt endlich auch mal ein bisschen Verbrauch für unsere Kartoffeln. Wir müssen nur aufpassen, es braucht auch Wasser, die Biofuel-Produktion. Das kann in Dürrezeiten natürlich ein bisschen prekär werden. Aber wir haben ja hier noch Pumpen und hier könnte man ja durchaus auch noch Pumpen aufbauen sozusagen. Das, na gut, hier ist kein Zulauf mit dem Wasser. Müsste man auf die Seite dann bauen irgendwo. Auf jeden Fall... Ja, es geht alles noch. Also, da haben wir noch auf jeden Fall ordentlich Möglichkeiten, da noch was rauszuholen. Vielleicht sollte ich das auch direkt noch machen, tatsächlich. Sicherheitshalber noch eine Wasserpumpe installieren. Und vielleicht sollte ich die sicherheitshalber auch noch mal ein bisschen tiefer legen. Also, dass die wirklich auch im Wasser, also quasi unter Wasser ist. Das ist doch eine Idee, warte mal. Guck mal, das wäre dann, muss ich mal ganz kurz gucken, das wäre, okay, ja, das wäre so dann. Weil wenn Dürre ist. Meine lieben Freunde, da muss ja auch noch Wasser kommen. Und die Rustikalruten, die haben ja nicht solche geilen Pumpen, die so richtig tief reingehen. Die haben ja nur so Billo-Pumpen. Die haben ja nur so Pumpen, die so zwei Schnorchel tief gehen. So, jetzt muss ich jetzt mal gucken, wie macht man das? Ich muss es ein bisschen nach vorne nehmen noch, glaube ich. Warte mal. So, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Geht das so? Dass wir da die Pumpe reinkriegen? Ja, so semi. Wir müssen ja da auch noch den Weg auch hinbauen. Warte mal. Mach da mal noch das. Wir müssen den Weg noch da hinkriegen. Genau, mach es mal so. Dann können wir nämlich da den Weg drumherum ziehen. Also hier so. Und dann haben wir da einen Zugang. Genau, das steht jetzt unter Wasser. Das ist schon richtig, ja. Das steht jetzt unter Wasser, das Gebäude. Aber das ist so gewollt. Würde ich sagen. Weil wenn ich es höher baue... Wenn ich es höher baue, dann laufen wir Gefahr, dass wir bei einer nächsten Dürre vielleicht gar nichts bekommen. An Wasser. Weil das vielleicht dann zu schnell absinkt. Gerade bei einer langen Dürre. Machen wir da mal wirklich auf der Ebene das mit dem Abpumpen. Das wird zwar, wie gesagt, dann noch nicht laufen, aber ist erstmal egal. Das wird dann aktiv, wenn die Dürre entsprechend das Wasser absinken lässt. Genau. Damit das hier nicht alles komplett dann wegzuzelt. So, jetzt wollte ich noch den... Genau, jetzt wollten wir noch die Golem-Fabrik machen. Beziehungsweise, nee, wir brauchen erstmal die Golem-Teile-Fabrik. So, die Golem-Teile-Fabrik produziert jetzt eigentlich alle Teile? Oder brauche ich für jedes Golem-Teil quasi eine Fabrik? Das ist jetzt so die Frage. Das weiß ich nicht.
Wir brauchen auch noch mechanische Energie dafür. Wir brauchen 150 HP. Okay, warte mal. Haben wir hier noch die Möglichkeit, die vielleicht hier drüben noch mit aufzustellen irgendwo? Da, wo wir vielleicht schon mechanische Energie so ein bisschen am Start haben. Zum Beispiel hier von unserem Arrangement. Das wäre vielleicht noch ganz schön. Leider ist da immer so eng da hinten. Das ist halt immer das Problem. Aber ich meine, hier an der Stelle wäre das doch vielleicht ganz passend. Warte mal. Wie groß ist die Teilefabrik nochmal? Ja, die ist halt auch noch 3x3 groß, ne? Das ist halt... Aber hier würde 3x3 ja hinpassen an sich. Wenn man hier eine T-Kreuzung reinmacht und hier das noch aufschüttet mit Zeug, dann hätte man ja hier die Möglichkeit, ein 3x3 Gebäude aufzubauen. Dann wäre hier nur die Welle dann zu Ende. Warte mal, wir können ja das mal machen. Ich unterbreche das hier mal kurz und sag mal, mach mal da eine T-Kreuzung rein. Genau. Und dann sage ich mal Prio. Und dann mach mal hier mal, füll mal das hier mal auf mit Blöcken. Mit Levies. Ich weiß, das ist jetzt natürlich ein sehr großer Holzverbrauch. Aber wir haben ja hier genug Holz in dem Distrikt. Wir haben ja 240. Wir haben ja jetzt nicht mehr so einen gewaltigen Verbrauch. Die bauen ja jetzt gerade sonst nichts. Und mit Stützen will ich das jetzt nicht machen, weil dann verbraucht man die schönen Planken. Und die Planken, die können wir ja für andere Sachen jetzt dann eher gebrauchen. Weil wir haben ja auch nur 16 Planken in dem Distrikt. Da müssen wir ein bisschen zusehen. Aber 270 Biofuel haben wir schon. Nice. Da geht's doch los. Guck mal, da bauen sie schon. So, und dann kann ich das ja eigentlich da auch schon draufsetzen, oder? Einfach so schon mal die Teile... Ja, doch. Warum geht das da nicht? Ach so, wegen der... Ah, ich muss ein Stück noch rübergehen, wa? Das ist wegen der Windmühle. Die Windmühle blockiert das sonst. Okay, warte. Warte, warte. Da müssen wir nochmal ein bisschen höher bauen hier. Wird wahrscheinlich doch ein bisschen aufwendiger, wenn ich mir das so angucke. Aber hey, ich meine, wir haben da hinten nun mal die mechanische Energie. Ja, genau. Guck mal, da kann ich es bauen. Ja gut, dann müssen wir das halt so machen, dass wir hier... Tralala. Da macht da noch eine T-Kreuzung. Weißt du, dann können wir hier nämlich nochmal hochgehen vielleicht. Mit der Energie. Müssen wir mal schauen. So, jetzt ist erstmal Nacht, genau. Ich mache mal wieder die mittlere Geschwindigkeitsstufe, damit es ein bisschen schneller geht. Weil das braucht jetzt eine ganze Weile. In der Zeit wird natürlich dann der Biofuel angesammelt. Und dann müssen wir mal schauen. Zur Mühle muss doch Abstand sein. Ja, das habe ich schon wieder vergessen. Das ist doch alles schon wieder so lange her hier mit Timberborn und so. So, wie schaut's denn jetzt hier eigentlich mit... Oh, das... Ah, Flut, Flut, Flut. Warte, 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 warte. Stopp, aufhören, aufhören, aufhören. Flut, Flut, Flut. Die Flut, die tut nicht gut. Wir müssen hier aufmachen, wenn denn. Genau, wir müssen hier wieder Wasser reinlaufen lassen. Sonst schwimmen uns hier unten die Biber weg. Alter Schwede, ich habe die voll überflutet hier unten. Habe ich gar nicht gerafft, siehst du? Auweia, auweia, auweia. Weil wir halt lange nicht mehr gespielt haben, Alter. Das ist jetzt schon wieder so lange her. Das ist bestimmt schon wieder 3 Monate her, seit ich das letzte Mal Timberborn gespielt habe. Und wir haben schon wieder so viele andere Spiele in der Zeit gehabt. Das ist echt unglaublich, ich sag's euch. So, ich muss leider hier auch noch ein bisschen Wasser ablaufen lassen an der Stelle. Aber jetzt läuft hier vor allem auch einiges rein. Das ist schon mal gut. Das fängt das hier ein bisschen auf. Dann teilt sich dann hier der Strom ein bisschen. Und ich hoffe, hier unten fällt das Wasser jetzt wieder ein bisschen eher. Ich kann ja auch eigentlich mal hier aufmachen, so ein bisschen. Die Dürre braucht ganz schön lange, die nächste Dürremeldung. Die hätte eigentlich schon längst wieder kommen müssen. Da kriege ich schon wieder so ein bisschen Angstsausen gerade. Kann sein, dass die nächste Dürre auch ein bisschen länger wird. Deswegen ist diese Wasserverschwendung, die ich ja gerade betreibe, eigentlich gar nicht mal so gut. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Dann sollte ich vielleicht lieber hier zumachen schon mal. Und dann vielleicht lieber hier auch schon mal nochmal zumachen. Und das Ganze die Verdunstung lieber erledigen lassen. Damit dann vielleicht hier das Wasser eher reinfließt. Und sich dann hier drüben sammelt. Das ist ganz wichtig, dass es sich hier hinten auch ansammeln kann. Weil guck mal, hier fließt es gar nicht weiter. Guck mal, das müssen wir auch mal aufmachen hier. Genau. Damit das hier hinten dann ins Becken kommt. Weil das ist hier unser Reservebecken hier hinten. So hatten wir das ja gebaut. In dem Spielstand, dass hier hinten dann das Wasser abgepumpt wird in der Dürre. Und dann wieder nach oben transportiert wird. Sodass oben eigentlich immer Wasser ist. Das war eigentlich so der Plan. Jetzt weiß ich es wieder. Junge, Junge. Es fällt mir wieder ein. Das war eigentlich nicht geplant, dass das hier unten komplett überflutet wird. Aber jetzt verdunstet es schon wieder. Guck mal, jetzt ist es schon wieder am
am Absinken der Wasserspiegel. Es geht schon wieder. Ja, guck mal, da normalisiert sich schon wieder. Es geht ja eigentlich recht schnell. So, wie schaut's hier? Guck mal, oh, das sind ja richtig schnell. Guckt euch das mal an. Nicht schlecht. Nur das hier müssen sie noch machen. Ah, sind sie auch schon dabei. Mann, die Biber sind so krass. Ich habe vergessen, wie krass meine Biber sind, ey. Die sind ja viel krasser als ich eigentlich. Die wissen ja sofort, was Sache ist und was Phase ist. Unglaublich. Die wissen genau, wo die Prioritäten liegen hier. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Haben wir eigentlich Arbeitslose? Muss mal gucken. Wie sieht's denn aus? 4 Arbeitslose haben wir in dem Distrikt hier. 5 Arbeitslose. Hä? 6 Arbeitslose? Okay. Wir haben Arbeitslose auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nicht negativ. Ist auf jeden Fall was Gutes. Erfüllt ihm wie Stämme von den Augen. Was? Ja, ja. Warum benutzt du keine Plattform? Das geht doch viel schneller. Weil ich die Planken aufheben möchte für wichtigere Sachen. Die Planken werden ja hier nur zugeliefert. Hier gibt es ja keine Plankenproduktion in dem Distrikt. Wir haben nur 27 und die, diese Plattformen kosten ja vor allem Planken. 4 Planken und 6 Blöcke. Und wir haben eigentlich hier in dem Distrikt kein Holzproblem. Wir haben hier 89 Holz. Und hier wird ja auch geerntet Holz. Deswegen würde ich sagen, machen wir lieber das, was vor Ort auch zur Verfügung steht. Und nicht das, was wir nicht haben. Es dauert zwar etwas länger, aber dafür verbraucht es nicht ganz so viel Rohstoffe und ist nicht so aufwendig. Deswegen mache ich das so. Genau. Und außerdem den Platz unter der Plattform brauchen wir eh nicht. Von daher, da wird eh nichts gemacht da unten auf diesem Plateau. Dürre! In 3 Tagen! Ich wusste es. Dass das bald kommen würde. Ich habe gewusst, dass dieser Tag kommen würde. Oh nein, warte mal, wir müssen hier mal zumachen. Schnell. Schnell zumachen, schließen. Boah, ich bin so raus, ne, aus dem Rhythmus mit dem Wasser und so. Ich bin da so komplett raus. Ich muss erstmal wieder mich voll in diese Timberborn-Denke reindenken irgendwie. Ich bin da so raus jetzt mittlerweile. Einfach ganz hart raus bin ich. Aber immerhin, wenigstens habe ich noch schnell genug geschaltet, dass es hier hinten noch ein bisschen volllaufen kann. Genau, weil hier läuft es dann nämlich über, genau, an der Stelle. So war das nämlich, genau. Ich weiß es wieder. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. In 3 Tagen ist Dürre. Da muss ich dann nochmal unten volllaufen lassen vielleicht, wenn die Dürre dann angefangen hat. Oder vielleicht auch hier dann nochmal absperren dann. Weil hier läuft es ja jetzt runter. Das ist ja eigentlich jetzt kontraproduktiv. Ne? Aber wir müssen das halt jetzt erstmal hier runterlaufen lassen. Weil der Bereich hier muss ja auch noch weiter vorlaufen. Der muss ja auch noch weiter steigen, idealerweise. Der kann ja durchaus auch steigen, bis das Wasser hier oben angekommen ist, glaube ich. Und dann müsste das eigentlich erstmal passen. Müsste eigentlich so funktionieren. Mal schauen. Guck mal, sie haben schon fast komplett aufgebaut hier. Nicht schlecht. Genauso mit dem Q-Drücken bei Hydron, ja. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt läuft es hier weiter durch. Genau, das kann ruhig erstmal einfach weiter durchlaufen erstmal. Hier ist jetzt das weggetrocknet schon. Und hier ist es immer noch zu hoch. Ah, verdammt, da können die in der Zeit jetzt die Wasserbehälter nicht auffüllen. Weil die Pumpen immer noch unter Wasser stehen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber hier kommt doch gar kein neues Wasser rein. Das verstehe ich gar nicht. Müsste es nicht schon längst verdunstet sein eigentlich? Manchmal ist das schon ein bisschen seltsam. Aber wie gesagt, ich habe auch die Timberborn-Routine nicht mehr. Wahrscheinlich verchecker ich das gerade, wie das früher war. Schon wieder so viele neue Spiele und so, die rausgekommen sind, was ich mir auch so viele neue Gameplay-Mechanismen eingestellt, dass man bei Timberborn schon wieder gehirnmäßig komplett raus ist. Schrecklich. Erstmal wieder so eine Einarbeitungsphase brauche ich erstmal wieder. Unfassbar, unfassbar. So, was haben wir hier jetzt noch? Wir haben jetzt, wie viel Biofuel? 510 schon, da ist ja das Lager schon voll. Krass, guckt euch das mal an. Biofuel, ja, Lager ist schon komplett voll. Aber das ist ja gar nicht schlecht eigentlich. Dann haben wir ja dann, oh, guck mal, jetzt ist die Aufschüttung auch gleich fertig. Neues, neues. Dann bin ich mal gespannt. Jetzt kommt noch hier der eine Block und dann
müssen sie das Ding hier noch bauen. Was brauchen sie da? Guck mal, da brauchen sie 50 Planken. Jetzt wisst ihr auch, warum ich keine Plattform da jetzt benutzt habe. 50 Planken, 25 Gears und 15 Metallblöcke. Und wir haben hier jetzt gerade mal 45 Planken. Okay, das ist schon mal fast die Menge, die wir brauchen. Dann haben wir 15 Metallblöcke, haben wir sogar auch, genau. Und Gears 25 haben wir auch. Nice. Haben wir alles am Start. Guckt euch das an, die schaffen das sogar da gleich hin alles. Die Biber sind so geil drauf. Guckt euch doch an, wie geil diese Biber sind. Diese Biber haben einfach alles im Griff. Sag's euch. Und die 150 HP haben wir da auf jeden Fall auch. Wird beeinflusst von verbesserte Produktionseffizienz. Ah, okay, ich sehe schon. Guck mal, man kann nur ein Rezept auswählen. Golem Chassis. Guck mal, man kann nur ein Rezept auswählen. Das heißt, ihr wisst, was das heißt. Wir brauchen drei Fabriken, drei Teilefabriken, weil wir drei Golem-Teile bauen müssen. Ach du meine Güte, okay. Na gut, pass auf, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir bauen diese drei Fabriken einfach hier alle nebeneinander. Weil die geben sich ja untereinander die Energie dann weiter und dann verbinden wir diese Windräder auch noch mit daran. Weil die hatten nämlich hier auch einen Überschuss produziert, kann ich mich erinnern, diese Windräder. Und das sollten wir dafür sorgen, dass dieser Überschuss, dass der dann auch mit an die Golem-Fabriken noch ausgegeben wird, würde ich sagen. Klingt nach einem Plan. Genau, jetzt müssen wir erstmal die eine bauen, dann kann ich ja hier die Aufschüttung schon mal weitermachen eigentlich. Machen wir mal da noch einen Levi hin. Weil konnte man das nicht ziehen? Genau, man konnte das so ziehen. Ich erinnere mich. So, warte. Ich mache das jetzt bis hinten ran. Wir füllen das jetzt bis oben hin auf, ja. Ist Wurst jetzt. Machen das jetzt. Wir haben das so angefangen, dann machen wir das jetzt auch fertig so. Auch wenn das jetzt natürlich etwas länger dauert. Aber so ist das. Genau. Manchmal, wenn es mal wieder länger dauert und so, schnappt dir ein Spielbär. So, warte, hier jetzt so noch. Alter, der Autosave ist aber mittlerweile auch schon ganz schön lang bei Timberborn, ne? Ganz schöne Ansage hier. Nicht schlecht. So, so. So. Mal gucken, können wir jetzt da schon die zweite noch daneben stellen? Ja. Warte, was kann ich die... Ja, doch. Ich würde gerade sagen, kann ich die nicht nebeneinander machen? Doch. Ich muss auch mal kurz die Ansicht drehen. Ich sehe gerade nicht so ganz... Ich meine, ich könnte es auch so machen. So. Dann machen wir hier den Weg dahin. Den Weg machen wir mal weg. Und dann machen wir hier einfach mal die Straße so. Genau. Ja, und da machen wir dann mal eine Stütze nach vorne. Pass mal auf. Dann sparen wir uns hier ein bisschen Platz einfach. Dann mach da mal eine Prio hoch. Dass wir das zuerst machen. Weil dann können wir den nämlich löschen. Dann können wir das hier hinstellen. Dann können wir nämlich hier... Warte mal. Dann können wir hier drauf eigentlich verzichten. Nee, Moment. Wie war das? Warte mal. Ich kann das doch alles abbrechen, ne? Brechen wir das mal ab. Weil dann können wir das hier hinsetzen. Da muss ich das jetzt hier nicht noch aufschütten. Dann geht es ein bisschen schneller. Ich glaube, sie schütten das gerade schon auf, ne? Guck mal, sie bauen aber schon... Die Chassis bauen sie schon, glaube ich. Wobei... Ich sehe da jetzt keinen Progress. Warte mal, sie haben Biofuel, sie haben Metallblöcke, Planken fehlen, okay. Sie brauchen Planken für die Chassis. Dann könnte es sein, dass wir hier vielleicht auch noch mal eine Plankenfabrik bauen sollten. Wir haben aber schon eine Lieferstrecke für Planken hier, oder? Muss ich mal gucken. Nee, haben wir nicht. Das ist schlecht. Wo kommen denn dann... Ah nee, warte mal, das war ja Auslieferung. Moment, wo ist Einlieferung? Hier ist Einlieferung. Für imprägnierte Planken haben wir eine Lieferung. Sicher, das, hä, müssten wir nicht zwei haben eigentlich? Warte mal, haben wir nicht zwei von diesen Lieferstationen gehabt? Wir müssen doch Planken hier irgendwie kriegen, oder spinne ich jetzt? Ah, nee, stimmt, warte, hier sind ja die Planken, ja, ich muss erstmal wieder in meine Fabriklogik hier reinkommen. Hier sind die Plankenfabriken, genau. Mensch. Genau, genau. So war das. Und, da brauchen wir, glaube ich, noch eine. Ich glaube, da müssen wir hier hinten mal noch eine bauen irgendwie. Wir können ja hier, warte mal. Wir können ja hier noch mal ein bisschen hoch. Noch ein bisschen das aufschütten. Vielleicht, ja. Geht das dahin? Dass man da noch eine baut? Warte. Da.
Ja, guck mal, das geht doch. Müssen wir nur gucken, dass wir da dann den Strom, also hier die, ne, Energie und so da reinpacken. Warte mal, dann mach da mal noch ein Dings hin und dann so eine Umleitung hier. So eine Kurve, genau. Dann geht das vom Windrad direkt nochmal hinten in die Plankenproduktion rein. Okay. Also, jetzt müssen wir mal gucken. Wasser, 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 Wasser. Wasser. Oh, ist in einem Tag ist schon Dürre. Warte, warte, warte. Wir müssen hier nochmal aufmachen, damit hier nochmal ordentlich was rein kann. Sonst ist hier zu wenig Wasser drin. Und hier ist es jetzt. Ah, da läuft es jetzt am Rand über. Okay, warte, dann mach lieber hier zu. Und lass hier nochmal ein bisschen zurückstauen jetzt. Damit hier sich noch ein bisschen ansammeln kann. Wobei da eigentlich auch schon ganz gut voll ist. Jetzt müssen wir halt zusehen, dass hier halt nochmal ein Überschuss reinkommt. Hier unten halt auch noch. Aber sieht insgesamt schon mal gut aus. Wenn das jetzt keine 30 Tage Dürre wird, müssten wir eigentlich ganz gut dabei sein, eigentlich, was so den Schutz angeht. Müssen wir mal schauen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Einen Tag haben wir ja noch Zeit bis zur Dürre. Vielleicht hier nochmal ein bisschen aufmachen auch, dass unten nochmal was rein kann. Dass es sich so ein bisschen noch ausgleicht. Läuft es hier hinten eigentlich schon über irgendwie? Nee, noch nicht. Aber viel fließt jetzt auch nicht rein. Da läuft es über, okay. Gut. Aber so an sich passt das eigentlich. Genau. Das ist hier jetzt bis oben hin voll alles. So muss das sein. Schon da wöhnen, schon da wöhnen. Genau, das sieht eigentlich alles gut aus. Hier unten ist jetzt wieder, schwappt jetzt wieder ein bisschen über. Genau, und bei 0,5 Tagen. Ne, 0, was haben wir mal gesagt? 0,4 oder 0,3 irgendwie. Machen wir dann alles hoch. Da wird dann alles zugemacht. Die mechanische Leistung reicht nicht. Echt nicht. Ja, das liegt aber daran, dass das schwankt. Weil hier sind ja die Windräder und Wasserräder immer auch mal aktiver und dann mal wieder nicht aktiv. Demand, oh stimmt, 1200 Watt von 600? Ja, das ist halt, wie gesagt. An dem Moment, Supply Demand, so rum. Das ist das, was zur Verfügung steht und das ist das, was gebraucht wird, genau. Genau, Supply 2000, Demand 600. Power Input Maximum. Das müsste eigentlich reichen. Guck mal, die produzieren auch gerade schon das erste Chassis. Das müsste eigentlich gehen, soweit. Wie gesagt, wir können ja auch noch weitere Windräder dazustellen. Wir haben ja noch Material für Windräder auch. Man kann ja hier durchaus noch welche hinsetzen. Wenn das nicht reichen sollte, ja. Und wie gesagt, die will ich ja hier eigentlich auch noch mit dranhängen. Die Windräder hier. Da müssen wir mal gucken, wie wir das eigentlich genau machen. Ich weiß gar nicht, wie wir da reinkommen von der Seite. Weil hier ist ja ein Damm. Und hier ist ja die Treppe. Da müssten wir von der Seite irgendwie vielleicht. Oh Gott, ich sehe schon, das wird. Ja, oder wir nehmen das von hier ab, vielleicht einfach, von dem hier. Und ziehen das dann irgendwie hier so durch. Müssen wir mal schauen. Aber das ist noch Zukunftsmusik, glaube ich. Doch, die mechanische Leistung müsste ausreichen eigentlich. So, jetzt sind es noch 0,6 Tage. Man kann Golems bauen. Genau, das ist eine Golem-Teilefabrik. Wir müssen erstmal die Teile für die Golems bauen. Wir brauchen drei Körperteile für die Golems. Ein Kopf, ein Rumpf und Gliedmaßen. Und dann werden die in der großen Golem-Fabrik dann zusammengebaut. Und die große Golem-Fabrik, die bauen wir dann einfach auf der anderen Seite gegenüber. Dann müssen zwar die Teile von einer Seite auf die andere getragen werden, aber dann haben unsere Schlepper wenigstens mal wieder was zu tun, ja. Dann sind die wenigstens nicht arbeitslos. Genau, und hier haben wir jetzt Kartoffeln gelagert. Wie sieht es da eigentlich aus? 1000 haben wir da gelagert. Weißt du was? Da gehen wir jetzt einfach mal auf 4000. Wir machen jetzt das ganze Lager voll mit Kartoffeln. Nee, warte, halt. Nein, wir machen 2000 Kartoffeln und wir sagen. Wir machen da schon das Lager auch für die Golem-Teile. Also wir aktivieren hier die Golem-Teile, würde ich sagen. Genau. Und sagen, mach da mal 300 von jeder Sorte. Dass da schon mal auch die Golem-Teile ein Lager haben, wo das hingebracht werden kann. Weil wenn wir hier dann die Fabrik bauen, brauchen wir ja dann da auch Teile. Oder warte, wir gehen gleich auf 500 direkt.
Ich weiß ja nicht, wie. Also, die brauchen ja schon etwas länger, die Golem-Teile, bis die produziert werden. Aber trotzdem, ich glaube, 500 für jedes Teil ist, glaube ich, ganz gut. Und der Golem an sich muss aber nicht eingelagert werden, oder? Nee, der muss nicht eingelagert werden, genau. Nee, dann passt das nämlich. Guck mal. Dann können wir noch mal ein paar mehr Kartoffeln einlagern und dann, genau. Oh, jetzt muss ich aufpassen. 0,4 Tage. Wir müssen jetzt zumachen hier gleich. Ja, hier flutet es auch schon wieder. Das passt ja, genau. Dann mach hier mal zu. Ist hier unten zu? Da ist zu. Okay, das muss zu bleiben, genau. Dann mach mal hier oben noch zu. Wenn das jetzt mal teilweise ein bisschen geflutet wird hier oben, das macht nichts. Wichtig ist nur, dass das jetzt hier alles passt. Genau, jetzt ist dazu. Jetzt fließt es hier vorne wieder ein bisschen zurück. Genau. So, wie schaut es hier aus mit der Aufschüttung? Aufschüttung sieht gut aus. Ah, ein bisschen die Beschleunigung wieder an. Genau. Also wir werden auf jeden Fall die Golems versuchen an den Start zu bringen. Das wird aber wahrscheinlich in dieser Episode nichts werden, weil die Golems schon auch ein bisschen aufwendiger sind. Ich bin auch sehr froh, dass ich diesen Spielstand hier überhaupt laden konnte, weil wenn wir jetzt erstmal uns dahin spielen hätten müssen, dann würde das jetzt noch nicht so weit sein. Ja, dann hätten wir jetzt erstmal noch den ganzen Aufbauspaß wieder vorher gehabt und er hätte ja wieder mehrere Stunden gedauert. Von daher bin ich froh, dass der Spielstand funktioniert hat. Genau, was ich euch noch vorenthalten habe, fällt mir gerade ein. Es gibt jetzt auch eine neue Übersicht bei den Bedürfnissen. Da muss ich mal gerade einen Biber mal anklicken. Guckt mal. Nahrung und Durst heißen jetzt Food und Water. Und man sieht jetzt hier dieses Verhältnis. Wenn das positiv ist, gibt es keine negativen Effekte. Wenn jetzt Nahrung und Wasser negativ werden, dann werden die Biber erst langsamer und können weniger gut arbeiten. Also die werden ineffizienter, wenn sie Hunger und Durst haben. Und wenn dieser Hunger- und Durstzustand schlimmer wird, beziehungsweise länger anhält, dann sterben sie irgendwann. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass sie dann hungrig sind und nach ein paar Tagen sterben, sondern die haben dann erstmal Negativeffekte dann. Beziehungsweise, wenn sie keinen Durst und keinen Hunger haben, dann haben sie keine Negativeffekte. Aber von der Nahrung selber haben sie immer noch die positiven Effekte hier. Zum Beispiel von Karotten haben sie höhere Lebenserwartung. Von Sunflower, also Sonnenblumenkern, haben sie verbesserte Geschwindigkeit beim Arbeiten und so. Ah, okay, jetzt. Warte, warte, warte. Mach mal hier jetzt zu. Komplett. So. Hier mach mal zu. Und hier mach mal auch zu. So. Und hier auch. Genau. So, wunderschön, wunderbön. Dann haben wir jetzt nämlich hier überall maximale Wassermenge am Start. So muss das sein, meine lieben Freunde. 29 Tage sind Dürre. Das geht aber noch, glaube ich. Das ist okay. Da haben wir schon Schlimmeres gesehen, würde ich jetzt mal behaupten. Hatten wir nicht sogar schon eine 30-Tage-Dürre in dem Spielstand? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall müssen die Biber das jetzt hier eh aufschütten. Da vergeht ja dann auch noch ein bisschen Zeit. Und in der Zeit werden dann schon mal Golem-Teile produziert. Nicht schlecht. Guck mal, das dauert auch ganz schön lange, bis so ein Golem-Teil hergestellt worden ist. In der Zeit, ja, machen wir das halt hier. 29 Tage von maximal 30. Dann passt. Ich glaube, das überleben wir locker. Mittlerweile sind die Dürren, glaube ich, auch nicht mehr so das Problem. Wenn man aufgepasst hat mit seiner Wasserspeicherei, dann müsste das eigentlich kein Problem sein. Und an dieser Stelle endet diese Folge Timberborn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die komplette Playlist oder die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet und aktiviert gerne die Biber-Benachrichtigungen, damit ihr alles auch mitbekommt, was hier auf dem Kanal so abgeht. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.